Kaffeemutter. Na endlich, stell ihn hin. Ach übrigens, hast du schon den Hof gekehrt und das Bad sauber gemacht? Hast du schon den Müll rausgetragen? Und wie sieht's mit meinen Kleidern aus? Sind die schon gewaschen und gebügelt? Und der Abwasch in der Küche, ist der schon erledigt? Ja, Mutter, alles erledigt. Schön, dann habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Welche magst du zuerst hören? Die gute Nachricht, Mutter. Okay, die gute Nachricht ist, dass wir einen Untermieter bei uns aufnehmen werden. Und ich dadurch etwas mehr Geld haben werde. Und was ist dann die schlechte Nachricht? Ja, die schlechte ist leider, haben wir kein eigenes Zimmer mehr frei, sodass du dein Zimmer räumen wirst und in die Abstellkammer in den Keller ziehst. Aber Mutter! Sei still und geh an die Arbeit. Ach Mutter. Zwing mich nicht wieder, den Teppichklopfer aus dem Keller zu holen. Ist ja gut, ich gehe ja schon. Ah, hey, Gierken. Ich habe noch eine Aufgabe für dich. Wenn du dein Zimmer aufgeräumt hast, gehst du in die Stadt und suchst einen Nachmieter für dein Zimmer. Aber mach schnell, beeil dich, mein Geld wird knapp. Und komm nicht zurück, bevor du nicht erfolgreich warst. Ja, ja. Leider haben wir kein eigenes Zimmer mehr frei, sodass du dein Zimmer räumen wirst und in die Abstellkammer in den Keller ziehst. Sei still und geh an die Arbeit. Zwing mich nicht wieder, den Teppichklopfer aus dem Keller zu holen. Ich habe noch eine Aufgabe für dich. Wenn du dein Zimmer aufgeräumt hast, gehst du in die Stadt und suchst deine Nachmieter für dein Zimmer. Komm nicht zurück, bevor du nicht erfolgreich warst. Zwing mich nicht wieder, den Teppichklopfer aus. Hi Mann, wie geht's? Servus. Ach scheiße, meine Mutter mal wieder. Mensch, Shoshi, wie soll ich dir das noch sagen? Wenn du nichts gegen deine Mutter unternimmst, wird sich nie was ändern. Ja, du hast ja recht, aber gerade habe ich wieder mein Zimmer leergeräumt und bin in den Keller gezogen. Nur weil meine Mutter die blöde Kuh einen Untermieter reinlässt, um mehr Geld zu verdienen. Und ich muss wieder mal alles ausbaden, es ist immer das Gleiche. Lass dir doch nicht immer alles gefallen. Scheiß auf sie! Ich weiß auch nicht so recht. Du spiel doch nicht immer den Sklaven für deine Mutter. Werd endlich mal erwachsen. Ey Atze, was geht? Frag nicht, Alter. Sei verdammt, der Scheißtag heute. Wir sind aus unserer Wohnung geflogen. Der scheiß Vermieter, der Wichser hat uns rausgeschmissen. Scheiße. Ey Bob, wer ist euch erschrocken, wenn du gerade gelabert hast? Das ist Georg. Hey, Alter, hast du das Essen gekocht und meine Schuhe geputzt? Was ist mit dem Abwasch? Ist der Müll rausgebracht? Überhaupt, was ist mit meinen Kleidern? Ich hier nicht nur so rum, hey. Ey, nicht träumen, du Trottel. Ach komm, lass ihn doch in Ruhe. Oh Mann, das ist ein langweiliger Pisser, der pennt ja am Stehen ein. Hey Jungs, wisst ihr was? Ihr sucht doch eine Wohnung. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr bei mir wohnen. Ich suche gerade einen Untermieter. Ach, was cool, Alter. Gibt's für dir was zu fressen? Ich hab mega Hunger. Ja. Und ich weiß auch schon jemanden, der für uns kocht. Ah, her mit dem Bier. Oh, dann ist das Essen fertig. Georg, ach, Georg. Findest du bei der Gelegenheit noch einen Nachtisch für uns drei holen? Und nimm gleich den Müll mit raus. Wie sieht's mit der Wäsche aus? Hast du schon gewaschen und gebügelt? Und der Abwasch in der Küche, ist der schon erledigt? Das wurde ich nicht.